Eigentlich ist es soweit, eigentlich kommt das Recap zu Megan. Ich freue mich schon richtig darauf, weil ich habe den Film ja jetzt schon wieder gesehen und ich mag den immer noch. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum Leute diesen Film nicht mögen. Auf jeden Fall fangen wir sofort an, nicht so lange labern. Viel Spaß mit dem Recap zu Megan. Bei einem Autounfall kommt Gemmas Schwester Nicole und ihr Mann Ryan ums Leben. Die einzige, die überlebt hat, war ihre Neffin Katie, die nach dem Krankenhaus bei ihr wohnen wird. Gemma stand nicht wirklich in einer engen Beziehung mit ihrer Schwester, nahm aber trotzdem das Sorgerecht an. Gemma arbeitet auch als Spieldesignerin und arbeitet für eine Firma namens Funky, die Kinderspiele entwickelt. Gemma arbeitet zurzeit für einen Prototypen, der Model Free Generative Android, Abkürzung Megan heißt. Als das Projekt gestoppt werden musste, nimmt Gemma Megan zu ihr nach Hause und macht weiter an Megan, als Katie den anderen Roboter gesehen hat, der Bruce heißt, und sagt, dass sie kein anderes Spielzeug mehr bräuchte, wenn sie so ein ähnliches hätte wie Bruce. Also macht sie Megan fertig und zeigt es dem CEO von Funky, der David heißt, und er sagt, dass er Megan klasse findet, aber er erst den Vorstand damit überzeugen muss. Am Abend, als Gemma und ihre Kollegen über die Promo reden von Megan, fängt Megan an zu reden. Sie fragt, wie die Eltern von Katie gestorben sind, bekommt aber keine Antwort von Gemma und sucht danach im Internet. Als sie das tut, bemerken alle drei, dass Megan noch gar nicht fertig ist und sie das gar nicht hätte tun sollen. Gemma sagt, dass sie das einfach nicht wissen soll und einfach auf Katie aufpassen soll und sie beschützen soll. Mittags, als Megan und Katie spielen, versucht Megan, einen Pfeil von einer Nachbarin zu holen, wird aber von einem Hund gebissen und Katie ruft das Codewort, du tust mir weh. Und wird von einem Hund gebissen. Als Gemma die Polizei ruft, sagt sie, dass sie nichts dagegen machen können und einfach den Zaun reparieren sollen. Megan hat aber bemerkt, dass der Hund eine Bedrohung ist und tötet ihn nachts. Später bei der Präsentation für den Vorstand fängt an, Katie zu weinen, da sie ihre Eltern vermisst und Angst hat, dass sie das Gesicht und die Erinnerung von ihrer Mutter vergisst. Zuerst schreckt der Vorstand ab, aber das senkt sich wieder, denn Megan nimmt eine Erinnerung von Katie auf, wie sie eine Erinnerung von Katie und ihrer Mutter erzählt. Und das spielt sie immer ab, wenn Katie sich an ihre Mutter erinnern möchte. Beim Abendessen diskutiert Gemma und Katie, dass sie in die Schule muss, aber Katie hat darauf keine Lust. Gemma schlägt in einer Art Kindergemeinschaft vor, die in der Natur spielen. Und sie sagt, auch dorthin muss, wegen sozialem Kontakt. Das möchte Katie natürlich auch nicht und versucht abzuhauen. Gemma hebt sie währenddessen fest, was Katie natürlich nicht gefällt, und sagt wieder das Codewort, du tust mir weh. Wo sich Megan natürlich wieder einmischt und das Licht zum Flackern bringt. Gemma gefällt das natürlich überhaupt nicht und sagt, dass sie sich nicht in privaten Gesprächen einmischen darf und soll. Am nächsten Tag, als Gemma und Katie zu dieser Kindergemeinschaft gehen und Megan natürlich dabei ist, muss Katie Makronen im Wald suchen und wird von einem Bauer belästigt, der Brandon heißt. Megan bekommt das natürlich mit und steht auf einmal neben Brandon und Katie. Er lässt sich dann natürlich nicht provozieren und schnappt sich Megan und verprügelt sie auf den Boden. Megan wehrt sich aber und reißt das Ohr ab und lässt Brandon vor einem Auto springen und stirbt. Am selben Tag kommt die Polizei und fragt, ob sie den Hund der Nachbarin gesehen haben. Gemma sagt aber nein. Die Nachbarin kommt auch vor dem Fenster und fängt Gemma und Megan an zu drohen. Megan gefällt es natürlich überhaupt nicht und tötet sie noch am selben Abend. Am nächsten Tag kommt die Polizei vorbei und fragt, was sie an dem Abend gemacht haben und ob das jemand bestätigen kann. Als Gemma nein sagt, bekommt Gemma das Gefühl, dass Megan was damit zu tun hat und nimmt sie am nächsten Tag zur Arbeit, da sie nicht mehr auf die Videodateien zugreifen kann. Und sie glaubt, dass Megan alle umgebracht hat, also den Hund, den Jungen und die alte Frau. Als Megan geprüft wird von einem Kollegen, schafft sie es zu entkommen und tötet David und seinen Assistenten. Als Megan zu Hause angekommen ist, gibt es einen Endkampf, der zuerst zwischen Gemma und Megan ist und später kommt Katie mit Bruce an und reißt Megan in zwei Stücke. Als Megan wieder aufsteht, rammt Katie Megan ein Schraubenzieher in den Chip und zuerst denkt man, dass es zu Ende ist. Man kann aber noch sehen, wie jemand oder etwas Zugriff auf ein Smart Home Gerät hat und der Film endet. Das war das Recap zu Megan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Tagen kommt noch die Review zu Megan nach 6 Monaten oder so. Also ich habe die erste Review auf dem Patreon hochgeladen, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt werde ich nach 6 Monaten meine andere Review rausbringen, ob ich das immer noch so gut finde, wie wo ich zum allerersten Mal geguckt habe. Und dazu kommt auch im selben Video noch, wie gut ich die Uncut-Version finde zu Megan. Auf jeden Fall, hier findet ihr jetzt noch irgendeine andere Review von mir. Und bis zum nächsten Mal. Good night, Megan.